Heute stelle ich euch die FlyGlow von Bolton Hardware vor. Deutsche Firma, fangen wir gleich aber den technischen Daten an. Wir haben hier auf jeden Fall einen massiven Knöchelschutz, haben einen sehr großen Handgelenkstrap, den finde ich wirklich geil. Klar, in Deutschland hergestellter Slidebook, doppelt vernäht an den Reißpunkten, Ledereinsatz natürlich nochmal hier zwischen, Kevlar an den Zeigefinger, also an den Fingerspitzen, auch hier nochmal an den Seiten, sowie an der Handkante, perforiertes Leder zur Belüftung, hier könnt ihr noch sogar schön reingreifen, mit Klettverschluss das Ganze und hier nochmal der Schriftzug, ein solides Ding. Ja, kommen wir dann direkt zum Fahrgefühl, was natürlich jetzt nicht wie beim Brett ist, logischerweise. Deswegen, der Tragekomfort ist top, also sie sind schön geschmeidig, deswegen dauert nicht lange und das Leder passt sich gleich ganz gut an, beziehungsweise wird halt geschmeidig. Die Passform hingegen verändert sich gar nicht, also der Handschuh bleibt da seiner Linie auf jeden Fall treu. Haltbarkeit ist auch super, gerade durch die ganzen Kevlar-Verstärkungen, den doppelten Nähten. Schutz super gewährleistet, wie gesagt schon. Die FlyGlows, die in Deutschland hergestellt wurden, haben auch eine super Haltbarkeit. Das Material kommt aus Pakistan, sprich das Leder hier. Da kommen auch die ganzen Motorrad-Cross-Dinger, Handschuhe her. Also ihr wisst schon, dieses ganze überkrasse Zeug da. Und deswegen kann man da echt nur sagen, Daumen hoch. Da ist mein Fazit auch dementsprechend positiv. Es ist natürlich ein Handschuh, der ist fürs Downhill-Fahren konzipiert. Klar, Freerides geht natürlich auch, warum denn nicht. Aber ganz klar aus meiner Sicht ein Downhill-Handschuh. Daher top, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt von der Verarbeitung und den könnt ihr euch oder wollt ihr vielleicht mal anschauen. Yeah.